Wir sind hier im Gustl und hinter mir steht die personifizierte Ordnung namens Ussi und die personifizierte Kreativität namens Bernd. Und was die beiden da diskutieren, das schauen wir uns jetzt mal an. Ganz nach hinten, ja genau. Ja, dann sind wir hier bei 78, was wir machen. Das heißt, wir werden ungefähr 6 cm länger an der Stelle, wie wir schon besprochen haben. Gut. Wir haben gesagt, dass wir, ich habe da ja schon mal die ersten Skizzen gemacht, also das ist quasi so eine Art dreidimensional, ein bisschen viel Hilfsstrich drin. Das heißt, wir schieben Stanz, wir möchten ja hier über diese Kopfstütze kommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir hier oben quasi diese Möglichkeit, dass man was unterbringen kann. Genau, von der Breite her. Da haben wir auch gesagt, jawohl, dass du ein bisschen mehr Breite haben möchtest. Genau. Genau. Mhm. Und das hier ist ja auch wichtig, das ist ja Technik hier unten. Den musst du noch bedienen. Also den wir da quasi einen Ausschnitt machen. Das habe ich jetzt hier gezeigt, dass man da einen Ausschnitt macht. Jetzt sind wir hier vom sogenannten Laser. Da werden also auch die Heckgaragen Einbauten gelasert für jeden Einzelnen, ganz individuell. So ein Laser kostet ungefähr? Also der hat damals vor 15 Jahren wahrscheinlich so um die 450.000 Euro gekostet. Das Nachfolgemodell, wo wir gerade in Verhandlung sind, ein neues Modell zu kaufen, liegt bei 800.000 Euro. Also ihr könnt euch vorstellen, so viele Heckgaragen kann man gar nicht einbauen, ja? Nein, dass man sich so einen Laser kauft. Die Heckgaragen werden also mit diesem professionellen Laser der Firma Remetec gemacht. Und Remetec ist eine Schwesterfirma, also der Firma Remectro. Jetzt hat er schon selbstständig gesprochen, ich wollte ihn erst vorstellen, das ist der Bernd Renz, aber ihr kennt ihn alle schon. Denn wir haben schon drei Videos zusammen gemacht. Genau. Ja? Genau. Und die aufmerksamen Zuschauer, die kennen ihn, ja? Stimmt, also, ja. Der Bernd Renz ist Inhaber der Firma Remetec. Remectro Remetec. Das war's. Und Schwesterfirma Remectro. Ja, und die Firma Remectro, ein Teil der Firma Remectro macht diese Heckgaragen Einbauten. Es ist so, die Firma Remectro macht eigentlich normalerweise, unterstützt Firmen bei der Produktion von Maschinenbauteilen. Und da ich ein Wohnmobil fahre, habe ich mir das zum Hobby gemacht und habe gesagt, das würde mir Spaß machen, das zu machen. Jetzt müssen meine Firmen halt auch ab und zu für mich was arbeiten. Also, das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen, er ist leidenschaftlicher Wohnmobilist. Wir waren auch schon zusammen unterwegs mit dem Wohnmobil. Und die Heckgaragen, die kommen aus deiner Lebenserfahrung als Wohnmobilfahrer. Ja? Ja. Und das ist im Prinzip ein Zusatzprodukt, was die Firma Remectro bzw. Remetec arbeiten. Hauptsächliche 99% euer Einkommen oder eures erwirtschafteten Umsatzes liegt in anderen Bereichen, nämlich in diesem Metallbau. Richtig. So, das war jetzt der erste Vorgang für die Heckgaragen-Modelle. Und dass die alle ganz individuell ausgemessen sind und nichts standardisiert ist, das bewirkt dieser Laser. Du nimmst die Maße bei jedem einzelnen Kunden und das wird dann Millimeter genau gelasert. Zehntel Millimeter genau, ja. So wie es für eure Heckgarage genau passt. Genau. Das sind jetzt die Teile.
das Ergebnis des Konstrukteurs mit dem, was ich mit der Ursula, gesprochen habe. Ja? Wir sehen hier, das Unterteil, wir sehen hier nochmal ein zusätzliches Bauteil, wir sehen hier ein Seitenteil. Und das sind also jetzt quasi die Teile, wo noch dazu dienen, dass Ursula einen schönen Aufbau hat. Und jetzt geht es so, dass die Maschine das rausfährt, wird abgenommen und dann geht es an die nächste Maschine, das ist die Kantmaschine. Gut. Ja? Das ist der nächste Prozess. Bei uns der Spezialist für Aluminiumschweißer. Jetzt ist das Teil so weit zusammengebaut, sodass er jetzt die nächste Schweißarbeit machen kann. Bitte nicht in den Schweißbereich reinschauen. Ja? Das könnte mit dem Auge ein Problem sein. Ihr merkt es heute Nacht, wenn ihr meint, dass jemand mit einem Sandlaster durchs Auge fährt. Da tut alles weh. Also nicht reinschauen, bitte. Bitte schön, Axel. Also die Schweißnaht wird abgekapselt vom Sauerstoff, sonst hätte ich die sofort Rostelemente mit reingekriegt. Ja? Und bei dem da ist nicht so, da ist im Prinzip, er hat eine Schweißnadel vorne, wo die Hitze erzeugt, und er hat den Draht, und im Draht selber sind so Atome drin, wo quasi der Sauerstoff abdeckelt ist. Aluminium kann genauso rosten. Man sagt immer, Aluminium kann nicht rosten. Aluminium wird nicht rosten im Sinne dessen, sondern oxidiert, die Oberfläche wird matt, die blüht aus. Das ist dann quasi der Aluminiumrost.
So, das war jetzt die Pulverbeschichtung. Ja. Das heißt, jetzt wird es getrocknet, dann ist es fertig. Es wird eingebrannt. Eingebrannt. Also wir haben gerade gesehen, das ist der Beginn, die spielbare Autowäsche. Wenn man es genau beachtet hat, ist ja nichts anderes, wie dass der Wäschekranz sozusagen umgekehrt aufgehängt ist. Ja? Mhm. So, und dann kommt es raus, wird getrocknet, dann war hier drin, in dem Bereich drin wurde es jetzt gepulvert. Und das heißt, und jetzt kommt es, wenn es gepulvert ist, ist elektrostatisch, hängt das Pulver jetzt am Blech dran, kommt es raus und geht hier in den Trocknungsofen und je nach Pulverart wird es jetzt eingebrannt. Das können Temperaturen sein, 180 Grad, es können Temperaturen sein, je nach Pulver 210 Grad, auch vielleicht mal 160 Grad. Und warum die Farbe, die du jetzt da drauf gesprüht hast? Die Farbe ganz einfach, weil ich glaube, dass die Ursula das so gewollt hat. Ah, okay. Das heißt, wenn es uns nicht gefällt, Helmut, wir kennen nichts dafür. Aber wenn man es lila will, geht es lila. Wenn man es gelb will, geht es gelb. Mogel ist braun und schwarz, grün, alles ist alles drin. Nach dem Rallfächer. Ja. Okay. So, Helmut, bitteschön. Da hast du deinen Teil. Was soll ich jetzt damit? Du weißt doch, ich habe zwei linke Hände. Einbauen. Ja, ich? Dann mache ich es lieber. Was sagst du? Super, bin ganz begeistert. Haben wir gut, habt ihr das hingekriegt. Also echt wahr, freut mich richtig. Eine tolle Lösung, die ist nicht nur ein Pott, sondern da ist auch gleichzeitig eine Aufbewahrungsbox dabei. Ja. Eine Ablage ist dabei, ganz individuell nach den Maßen vom Gustl gefertigt. Und wenn ihr irgendetwas maßgefertigt, qualitativ hochwertig haben wollt, in eurer Farbe beschichtet, dann wendet euch an den Bernd Renz. Oder an den Dominik Renz. Oder an den Dominik Renz, der ist auch da, sagen wir mal. Und ihr könnt auch auf der CMD 2023 in der Halle 7F16 ist unser Stand. Ja, und da könnt ihr euch auch beraten lassen. Das ist so. Ja. Wunderbar. Und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Beim Bernd? Und bei der CMD. Jetzt möchte man noch was dazu sagen, denn alle aufmerksamen Zuschauer von uns, die haben natürlich schon gesehen, dass wir so ein ähnliches Teil in Norwegen dabei gehabt haben. Ja, genau. Das war das sozusagen der Prototyp und zum Austesten, ob das überhaupt funktionabel ist und ob es uns gefällt und naja. Wie wir damit leben können. Jawohl. Wir haben also hier einen Typ eingebaut bekommen, schon vom Caravan-Salon vom Bernd, haben das getestet, haben dann einige individuelle Veränderungen uns noch vorgestellt und das habt ihr jetzt gesehen, wie das Ganze gefertigt wurde. Ein ganz individuelles Style, individuell ausgemessen und es ist alles denkbar. Man kann einen Deckel drauf machen, man kann das größer machen, man kann es kleiner machen, höher machen, wie man das haben möchte und man kann auch ganz andere Ideen hier realisieren, als wenn man was an die Decke hängen möchte oder was auch immer man für Wünsche hat mit einem Alu-Formteil. Es lässt sich alles individuell machen. Und das wollten wir euch einfach zeigen. Wir hoffen, es war interessant für euch. Ja, denn also mir ging es hauptsächlich darum, dass ich den Küchenbereich etwas vergrößern kann, dass wenn man eben koche, dass wir da noch Abstellmöglichkeiten haben. Ja, und das ist einfach super, weil es einfach vielfältig ist, durch das, dass man auch was reinstellen kann. Ja, genau. Und wenn es interessant war für euch, dann gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr euch für sowas interessiert. Die nächste Möglichkeit ist auf der CMD Halle 7. Da ist die Firma Remektro mit dem Bernd Renz und Mitarbeitern und Familie und Mitarbeitern vertreten. Da könnt ihr euch ein Angebot machen lassen, das kostet gar nichts. Und ja, bis dahin sehen wir uns dann vielleicht auch auf der CMD. Ja, denn wir werden ja auch dort sein. Genau, und wir kommen auch zur Firma Remektro. Das auf jeden Fall. Also in diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Ja, tschüss, bis demnächst. Ciao.